Oh oh. Oh oh. Alle außer Johnny können mal zumindest hier runter marschieren. Natürlich. Natürlich. Oh Gott. Entweder geht's voll in die Hose. Und jetzt go. Und? Und? Und jetzt wieder schnell zurückgehen und jetzt wieder eine normale Waffe nehmen. Wo ist... Habe ich noch irgendwo... Hier. Oh Gott, ey, nicht mitten durch! Gut, dass ich hier erstmal abgegradet habe vor kurzem. Oh, Johnny hat's erwischt. Johnny, geht mal ein bisschen zurück. Okay. Yo. Sang cool. Sehr schön. Die Torms liegt hier auch irgendwo. Ja, schön. Damit habe ich jetzt eigentlich nicht gerechnet, dass es so vernünftig funktioniert. Links, rechts, links, rechts. Jetzt zappeln sie rum. Okay, gut. Eieieiei. Blasteigeschütze. Und das lassen wir auch noch stehen. So, aber jetzt müssen wir mal schauen, was machen wir denn jetzt als nächstes? Weil ich kriege ja irgendwie nichts gebacken. Zeitlich. Kann ich denn die Bettpfanne eigentlich... Kann ich denn die Bettpfanne auch irgendwie verwerten? Oder muss ich die irgendwo außerhalb lagern? Was kann ich mit den Bettpfannen machen? Keine Ahnung. Night Soil? Was ist Night Soil? Night Soil ist wahrscheinlich... Night Soil? Das ist Night Soil. Powercap minus 10. Gewicht 1 Kilo. Wahrscheinlich kann ich das irgendwo verbauen. Naja, ist egal. Die Nase, richtig. Die künstliche Nase. Die künstliche Nase. So, Aleron. Künstliche Nase. Künstliche Nase. Mann, ey, hier ist so warm. Moment mal kurz. Ich das Fenster aufmachen, ich glühe hier, ich glühe. Okay, Burn Barrels, sagst du? Die wurden in Burn Barrels umgewandelt. Sicher, dass die Bettpfannen in Burn Barrels umgewandelt werden? Vor allem wie, ist die Frage. Aber das ist egal, weil... du möchtest Arzt sein, das ist schlecht. Das ist tatsächlich sehr schlecht aktuell. Wobei, ich kann dich ja, du hast schon 12 auf Arzt, okay. Also dann kann ich dich zumindest Arzt sein lassen, das passt. Okay, dann bist du halt zumindest zu zweit. So, ansonsten Ersatzorgane, das ist schon mal schön. Das ist schon mal schön. Synthetische Organe, kann ich jetzt, was kann ich bei den Ersatzorganen, brauche ich da eine Ersatzorganproduktions? Gewebedrucker, tatsächlich. Wir haben schon wieder keinen Stahl mehr. Wir haben schon wieder keinen Stahl mehr. Kann doch nicht sein. Best Bergbau? JD? Aber JD macht ja ganz was anders. JD kocht. Also ist Ziotex. Mutze. Ja, vielleicht müssen wir einfach mal ein bisschen warten. Vielleicht müssen wir einfach mal ein bisschen warten. Wenn ein bisschen was vorangeht. Immerhin werden die ganzen Rentiere jetzt gerade geschneidert. Und die Hühner. Meine Güte. Meine Güte. Ich glaube, das ist erfolgreich gewesen. Ja, du hast die künstliche Nase. Passt. Check. Wir brauchen... Wo ist das Bett von Ziotex? Wir brauchen definitiv jetzt ein Nanobett. Ein... Was ist denn? Möbel. Große Ladestation. So viel Zeit muss sein. Ich glaube... Warum? Wo ist hier oben und wo ist unten?
Wo ist oben und unten in diesem Bett? Ich möchte es nicht verkehrt rum bauen, dass ihr da irgendwie in die Wand schaut oder so. Ah, und schau mal her, ich kann tatsächlich auf dem Sumpf des... Oder hat sich das ausgedehnt? Scheiß drauf, ich lasse es einfach mal so. Ich lasse es einfach mal so. So. Okay, dann. Ziotix ist wahrscheinlich immer noch... Ja, leider Gottes. Ja, das war tatsächlich sehr dumm. Leider. Ihr linkes Auge. Das heißt, er bekommt gleich mal ein bionisches Auge. So, das ist schon mal Punkt 1. Wegen hier ständige Schmerzen haben und so weiter, das muss nicht sein. Leider, Kolonist gestorben. Meine Güte, dafür sind sie aber ziemlich gut drauf. Dass es allen möglichen Leuten gestorben sind. Schutzweste von Toten. Warum? Okay, also das passt. Musseline, du machst was? Du machst einen Bot, oder? Ich hoffe, du machst den Bot gerade. Ja, du machst auch den Bot. Ist der mit Samt? Oh, der ist mit Samt-Basisstation. Das ist natürlich... Wollte ich das natürlich eigentlich nicht haben. Naja, ist egal. Komm, 4 machen wir, aber dann ist gut. Da liegt der Bot drin. Richtig. Okay, das passt. Also da, wo... Da, wo sagt man nicht. Da... Wo der grüne Fleck hier ist. So. Egal. Okay. Wer möchte? Musseline? Ja. Okay. Bionisches Auge. Ansonsten braucht Heye linkes Bein. Bionisches linkes Bein. Ich meine, Heye geht auch gut ab, oder? Kann ich nicht Lungenflügel? Ich brauche den Gewebedrucker. Ich muss Lungenflügel machen. Und ich brauche einen viel größeren... Nee, pass auf, ich pack das da oben rein. Das wäre nicht böse, aber ich pack das da oben rein. Gewebedrucker. Chaka. So. Stuhl. Ha. Diesmal, ja, da staunt ihr. Diesmal mache ich den Stuhl hin. Also ich werde euch da jetzt nicht einteilen zum Operieren einzeln. Ihr werdet das schon untereinander ausmachen, würde ich sagen. Sir Eldrin ist am Transportieren, das passt. Giftschiff. Okay, Giftschiff. Okay. Das bedeutet, ich werde mein... Ja, leider nicht mehr Ziotex, weil Ziotex trifft nicht mehr. Ich werde Johnny, sobald er wieder fit ist, direkt zum Mörser stellen und einfach mal ein bisschen feuern lassen da drauf. Ich müsste das noch machen beim Bauteiletisch, aber ich habe aktuell noch 66 Bauteile, deswegen mache ich da nicht. Deswegen mache ich da jetzt erstmal nicht weiter. Hier haben wir übrigens noch eine überlegene OC Defense Pistol. Ja, ist egal. Was kann ich denn eigentlich mit dem Neurotrainer machen? Neurotrainer implantiert Nanotechnik in das Gehirn des Benutzers. Aber wie kann ich denn... Wie kann ich denn das machen? Wie kann ich denn hier Nanotechnik implantieren? Ja, ja, kein Persönlichkeitsscan, ist mir klar. Wo ist der Nano? Wieso kann ich den nicht... Weiß es nicht. Guck mal, Ben, da bist du gleich wieder hier am Arbeiten. Und? 107% Operationserfolgschance. Hier, GG, würde ich mal sagen. GG. Wunderbar. Passt? Passt. Katharina hat ein Junges zur Welt gebracht. Wahrscheinlich nur eins. Oder nur eins? Achso, ich kann dir wieder... Ah, richtig, ich vergaß. Ich kann dir jetzt wieder rumlaufen lassen. Uri, unbegrenzt. Und meine zwei Machverlust bleiben hier. Zerrissene Kleidung, Miyamoto. Wie zerrissene Kleidung? What? Hab ich etwa... Oh! Ihr habt alle Steine in der kompletten Kolonie verarbeitet? Wow! Dann würde ich aber an der Stelle... Wow! Stimmt! Wie ist das so leer? Nicht schlecht. Nicht schlecht.
Ein Geologe namens Masu Nolten kontaktiert das. Er wird von Piraten gejagt. Ich würde sagen, go, bietet Sicherheit. Weil wir schauen und hoffen, dass das ein Dobby ist. So. Bergbau und Medizin und Kochen. Das bedeutet. Da, 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 da. Scheiß auf Medizin. Du bist erstmal für Bergbau und Kochen. Kochen, 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 kochen. Kochen eigentlich für Transportieren zuständig. Aber Bergbau, Kochen, Transport. Das bedeutet. Ich hoffe, die graben sich jetzt nicht hier durch. Das bedeutet. Greifen sofort an. Okay, das passt. Ach komm, hört doch auf. Hört doch auf, hier drauf zu schießen. Ach so, wegen dem Hund. Okay, verstehe. Ja, tut mir leid, aber wenn die Hunde hier sonst wo immer rumgurken, dann ist es halt so. Kann ich jetzt nichts machen dagegen. Das war gar nichts. Das wird kein Kampf-Dobby. Das wird definitiv kein Kampf-Dobby. Das wird das wird vielleicht ein Bergbau-Dobby, ja? Aber definitiv kein Kampf-Dobby. Der verweigert sogar hier Dingens. Na, wie heißt denn? Oh. Und er ist den ersten getroffen. Vielleicht soll ich aber lieber das angreifen. Ach so, ich muss ja wieder alle nach vorne jagen. Ben, Jedi, Mutze und Go, ist egal. Dieser Bot ist mal wieder mittendrin. Ist nur dabei. Ich hoffe, die haben wieder irgendeinen Raketenwerfer dabei, irgendeinen coolen. Hätten hat eine Fehlgeburt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie panisch von mir aus. Auf jeden Fall können wir wieder neue Gefangene nehmen. Und dann ist da vielleicht noch ein neuer Kampfdobby dabei. Vielleicht, 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 vielleicht. So, go. Energiegewehr! Oh, cool! Die haben ein Energiegewehr dabei gegangen? Das sind nur Piraten! Wo haben die denn die. Wo haben die denn bitte diese militärische Kraft? Tschüss! Wieso habe ich denn Truthahn? Husky. Mann, Mann, Mann. Nee, das mit dem Tiergewicht ist schon in Ordnung. Wir haben so viele Tiere, die können da ruhig erstmal weitermachen. Schön ist, dass wir wieder einen neuen Dreifachraketenwerfer gekriegt haben. Das ist schon mal gut. Aber was schlecht ist, ich habe keinen Stahl. Das ist ganz schlecht. Und ich habe hier zwar mittlerweile fast überall Stahl zum Abbauen, aber keiner, der wirklich Stahl abbaut. So, was ist denn? Katniss ist blutlos gestorben. Ja, ganz toll. Was ist denn mit Mutze aus? Was ist noch Mutze? Mutze baut. Ja, ist in Ordnung. Kannst du das mal bauen. Und wenn das erledigt ist, dann aber bitte Bergbau. Okay, hier wird schon. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, das nervt hier. Komm, mach den weg. Mach den weg. Text, mach den weg, reiß die Pumpe ab. Wir machen das anders. Wir machen Reclaim Soil und hauen hier einfach schon mal bepflanzbare Erde hin. Übrigens ist hier schon wieder Stahl, sehe ich gerade. Was bedeutet, wir können hier gleich mal Wayne Miner machen und können hier gleich mal ein bisschen Stahl abbauen. So. Und ganz wichtig, wir müssen hier nochmal was hin platzieren. Okay, passt. An das Schiff. Okay. 11. Wir haben noch 4 Tage bis zur Wahl. Und wir müssen. Also, ich kann ja mal die Zone hier abreißen, den Plan. So. Ich weiß ja, dass ich das abbauen werde. Ah, okay. Skiverwand zumindest. Ja, das können wir alles später machen. Das ist jetzt egal. Stoffe ist in Ordnung. Wie sieht es hier aus? Hier wird auch abgebaut. Ich habe einfach viel zu viel. Ich habe einfach viel zu viel Zeug. Viel zu viel Zeug. Das sind nur Waffenhändler. Okay, die brauche ich nicht kontaktieren. Das ist egal.
Nee, Fackle Sludge, ja. Ja, kann ich tatsächlich nicht machen. Ich hab zwar jetzt Fackle Sludge, aber was ist mit den Bettpfannen? Was ist mit den Bettpfannen? Oh, die verrotten, weil sie nicht überdacht sind. Ah, das ist eine gute Idee. Dann lasse ich das einfach hier drin stehen, dann werden die irgendwann von selbst die erledigen. Okay, gut. Und Infektion. What? Ah, das ist auch schon fertig. So. Nee, die KIs können nicht mehr verbessert werden. Die KIs kann ich, glaube ich, nicht mehr operieren. Oh, guck mal, Bierwürze. Es wird auch mal Zeit, dass wir irgendwann mal Bier brauen. Aber das kommt noch. Das kommt noch. So. Die Abfallzone machen ein bisschen größer. So. Und was ich auch machen werde. Ich werde hier noch meine Abfallzone festlegen. Das erste. In dieser Abfallzone werden nur Brocken gelagert. Weil ihr holt euch jetzt die Brocken irgendwo her und das macht keinen Sinn. So. Fehle. Direkte wegtragen. Hier. So, das macht auf jeden Fall mehr Sinn. Und dann, genau, hier muss rein Duotex und JD. Ich hoffe, das klappt so. Achso, wenn man dabei will, dann mache ich gleich noch eine Nanofabrik auch noch daneben. Aber ich lasse jetzt erstmal laufen. Ich bin die ganze Zeit am Quatschen und Machen und ich kriege hier nichts mehr gebacken. So, Forschung wird gemacht. Passt. Was können wir bauen? Arcade Construction Table. So, wo kommt der Arcade Construction Table noch hin? Wir haben keinen Platz mehr. Bobby, Geologe. Bobby und Johnny schlafen in einem Zimmer. Warum? Muss nicht sein. Einfach mal während dem Schlafen ins Bett demontieren. So. 93%. Da muss ich eigentlich auch schon wieder neuen bauen. Mann. Und wir brauchen hier mal Boden. Wir brauchen hier mal einen Boden und zwar. Blöd. Ich habe keinen Stahl. Ich will keinen Beton da reinmachen. Aber wir brauchen Stahl. Wegtragen. Ja. Wie sieht es denn jetzt eigentlich mit meinen ganzen Bergbauleuten aus? Wieso macht keiner Bergbau? Weil alle schlafen. Nee, weil ich hier erstmal alles andere wichtiger haben. Deswegen. Ex-Liebhaber. Oder ist der Town? Okay. Ex-Liebhaber. Von mir aus. Oder eine minus 91. Guck mal, ich bin zu denen war ich doch vorher auch schon feindlich, oder? Ich habe schon so viel freigelassen, dass die nicht mehr so mies drauf sind. Wie sieht denn eigentlich mit denen aus? 75%. Okay, was kann der? Von allem ein bisschen. Mach einfach bei überall mal anwerben, ist egal. Dann habe ich halt zwei oder drei Dobbys. Ich würde zwar mehr Katzen haben wollen, aber lass mich einfach mal. Was mir auch ein bisschen Dorn im Auge ist, ist der hier, der Power Transfer. Warum ist der Power Transfer? Warum ist der nicht woanders? Und apropos, warum trägt der Sir Elleran eigentlich Sachen immer noch durch die Gegend? Warum macht Sir Elleran nicht Bergbau? Oder was anderes? Ja, ich mach gleich weiter. Synthetische Organe, passt auch. Dann haben wir noch Synthetic Skin. Kranker Scheiße. Was kann man denn da jetzt eigentlich alles herstellen? Ein Gehirnstimulator. Ein KI-Chip. Energiegeladene Bauteile. Oh. Oh. Ich sehe Hoffnung für Ziotex. Ich sehe Hoffnung. Ich bin auf Stahl gestoßen. Ja, vielen Dank. Der auch noch weg, Dobby. So, Zucker und mittig und dahin und dahin und dahin. Und dann haben wir wahrscheinlich nicht mehr genügend Erde. Vor allem muss ich erstmal glätten.
Dann ist aber wirklich gut, ja, ich verspreche es. Dann ist wirklich gut mit den... Ach so, das Giftschiff, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, da war ein Giftschiff, ja. Ja, vielen Dank dafür. Johnny. Das Giftschiff, ja. Ja. Schuss. Bam. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Schnitter und eine Raupe. 7, sehr geil. Sehr, sehr geil. Und stelle bionisches Tierauge her. So, wenn ich jetzt noch wüsste, welcher von meinen Huskies ein Problem damit hatte. Oh Mann. Wahrscheinlich ist der Husky in der Zwischenzeit schon gestorben. Sehe ich im Medical Tab nicht? Ah doch, ich kann hier die Tiere auch anzeigen. Moment. Pause Animals. Wer den hier? Der Polarwolf sieht nichts mehr. Rechtes Auge. Implantiere. Bionisches Ohr. Ich will kein bionisches Ohr haben. So kann ich dann... Genau, bionisches Auge rechts. Okay, sehr schön. Wie viel Zeit muss sein? Auf der Johnny? Haut hier ordentlich was weg. Ja, haut er auch. Der haut ordentlich was weg. Oh oh. Oh oh. Alle außer Johnny können mal zumindest hier runter marschieren. Natürlich. 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 Was soll ich heute machen? Ich habe doch erst angefangen. Gerade erst angefangen. Keine Ahnung, wahrscheinlich bis 11. Oder bis 12, ich weiß nicht. Muss ich schauen. Jetzt geht's erstmal ab hier. Wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Das Riesenfaultier! Stürzt sich mutig in den Weg. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Zum Angriff. Oh, down jetzt hier. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Ach so, einer muss sich natürlich um das Schiff kümmern. So. Grundgütiger. Ist vielleicht gar nicht so eine gute Idee, was ich hier mache. Vielleicht muss ich das noch ein bisschen anders lösen. Ich glaube, ich mache es so. So, ich glaube, das macht so Sinn auf jeden Fall. Jetzt kann ich auch mal weg. Auf jeden Fall können wir hier wieder ein paar Schnitterteile entfernen. Dann abschalten und hier auch nur abschalten. Schnitter links, Schnitter rechts abschalten. Der ist schon down. Der ist auch schon down. Abschalten. Links, rechts, abschalten. So. Den auch. Für die Krankheit. Ah, ja, ja. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Wundinfektion extrem. Guck mal, der geht down. So ein Mist. So ein Mist. Kann ich den nicht noch schnell freilassen? Kann ich bestimmt freilassen. Pass mal auf. Ausziehen. Kann ich ihn auch noch. Na, was weiß ich. Die werden den schon noch irgendwie gebacken kriegen. Wenn nicht, dann nicht. Dann stirbt er halt. Ich kann nicht alle retten. Das geht nicht. Außerdem muss ich aus Ordnungsgründen ja auch mal irgendwann wieder fertig bauen. So. Gut. Mir macht ein bisschen... Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Moment mal. Was war da gerade? Wieso habe ich eigentlich bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Speedskin-Suit? Kann man das mir mal sagen? Wieso habe ich jetzt noch keine Speedskin-Suit? Buseline benennt Ori 3 in Liebe um.
So, 3, 4, 5 Huskies haben wir gesagt. 5 Huskies ist in Ordnung. Ne, ist nicht in Ordnung. Sind ganz gar nicht in Ordnung. 2 Huskies sind in Ordnung. Ich hab nur. Nur noch weibliche Huskies? Die ganzen Männer sind erschossen worden. Oh Mann. Dann behalte ich die. Rotfüchse, Polarwolfwelpen. So, wie sieht's aus? Medical Tab. Honeysuckle. Arbeiten, bewegen. Honeysuckle, richtig, Honeysuckle. Rachen, rechtes Ohr, linke Hand. Aber die kann ich nicht bionisch machen. Die kann ich leider nicht bionisch machen, weil die Odis, glaube ich, von einem anderen Mod kommen. Und ich kann da leider nichts machen. Leider. Die sind leider nicht dabei in dem. Wie heißt der? A Dorkset? Glaube ich, A Dorkset heißt der Mod. Nun dauert das mittlerweile schon extrem lang, was zu erforschen. So. Geduld, wir lassen wieder ein bisschen laufen. Wir machen in der Zwischenzeit hier noch ein paar Kabel hin. Ritze? Rippe zertrümmert? What? Rippe zertrümmert? Künstliche Rippe? Geht das nicht? Nein? Naja, was soll's. Oh, wunderbar, jetzt habe ich erstmal drei Bots, die sauber machen. Wie sieht es eigentlich mit meinem Reinheitsgebiet aus? Guck mal, hier muss ich noch sauber machen. Da muss ich noch sauber machen. Okay, das ist immer gut soweit. So, wie sieht es mit den ganzen, mit denen hier aus? Wisst ihr, das sind lauter so angefangene Stellen. Mich macht das wahnsinnig, dass nichts hier fertig wird. Nichts. Außerdem, Miyamoto ist voll am Trainieren. Hat mittlerweile schon 6 Nahkampf. Elrond hinkt noch etwas hinterher. Ich werde dich jetzt gerne mal hochschicken. Du kannst ja auch mal Kampf trainieren ein bisschen. Ansonsten ist meine aktuelle Prio jetzt erstmal etwas Stahl zu bekommen. Und Kornwort, was auch so immer ist. Ein Wildschirm wurde zahm. Mann, was ist denn nur los? Diese ganzen Tiere. Wisst ihr was? Ich werde jetzt mal Steinblöcke herstellen ausschalten. Ich werde das jetzt mal abschalten. Denn ich habe so viel Stein. Ich habe 7200 Stein jetzt. Ich meine. What? Da ist mir die Vergiftung. Ganz toll. So, Mahlzeiten habe ich 77. Wer kocht denn hier noch? Irgendeiner wird gleich den vierten Bot machen. Der vierte Bot kommt dann tatsächlich zu den Krankenzimmern rein. Ich verspreche es. Tormsballs, okay. Und noch mehr Vorratskapseln. Mit noch mehr Steinen, hervorragend. Sandsteinblöcke auch noch. Okay. Wird freigelegt? What? Oh no. Oh no. Das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Oh Mann. Du meinst den Dünger, du meinst den hier, Fecal Sludge. Ich weiß nicht, ich habe da ein bisschen Panik, den zu verteilen, weil da stand irgendwo dran. It may contain disease causing pathogens. Ja, also ich hab keine Lust, den zu verteilen, die werden dann krank. Deswegen lasse ich den einfach stehen, ich wollte nur Platz schaffen. Aber nichtsdestotrotz ist das tatsächlich sehr, sehr schlecht hier. Oh Mann, ey. Ich warte mal, bis das fertig ist, dann muss ich das zubauen. Irgendwie mit 5-6 Wänden, ich weiß es nicht. So, der Cleanerbot kommt hier oben rauf. Obwohl da jetzt eh schon einer ist. Was ich danach machen werde, ich werde jetzt hier noch ein bisschen was hier machen. Das Problem ist, ich habe mich ein bisschen dumm angestellt. Ja, ich habe mir nämlich hier drüben
sämtliche Wege verbaut. Ich hätte eigentlich hier irgendwo offen lassen sollen. Außer, ich baue hier weiter. Das wäre auch eine Idee, wenn ich hier einfach, keine Ahnung, das so lass, wie es ist. Als so Art Lüftungsschacht. Und dann, keine Ahnung, hier irgendwie. Irgendwie raufbau. Hier wieder noch Rüben. Irgendwie sowas in der Art. Und dann da irgendwie neue Gebäude, neues Zeugs bauen. Weil irgendwie wird langsam eng hier unten, habe ich so das Gefühl. Du meinst den normalen? Den habe ich schon verbraten. Guck, ich habe keinen mehr. Ich habe tatsächlich keinen einzigen mehr. Deswegen siehst du ja, sind hier auch noch die Entwürfe davon. So. Liebe ist in einer Explosion! Liebe wurde doch gerade erst gehätschelt von Musseline! 22.000 Watt haben sich entladen! Oh Mann. Oh Mann. Ich meine, ich weiß nicht, muss das Schicksal sein? Das ist echt bitter. Das ist echt bitter. Das ist wirklich bitter. So. Wie sieht es denn aus mit meinem... Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass kein Mensch Bergbau macht. Bauen, Feldarbeit. Okay, klar. Feldarbeit wird priorisiert. Nein. Johnny schmiedet zuerst. Weil ich zwei Leute haben will, die irgendwas machen. Okay, das ist in Ordnung. Meinetwegen. Aber wer... Wer geht zu meinen Tiefenbohrern? Wer macht da weiter? Da gibt es noch jede Menge Stahl und niemand kümmert sich drum. Ja, richtig. Strom ist ja weg. Ja, es ist der Mann von Musseline gestorben. Jetzt auch noch der. Jetzt auch noch der kleine Odi. Was, kleine Odi? Eigentlich war es ja noch verbunden und du bist jetzt tiefst traurig. Wurde beleidigt. Fühle mich nicht so gut. War auf einer Party mal 13. What? Chocolate Muffin. Wer schickt denn bitte. Oh. Ich vergaß. Vergaß. Wir haben ja hier ein Giftschiff. Hab's vergessen. Und da ist es down. Hoppla. So. Langsam aber sicher. Die ganzen Rentiere jetzt dann verarbeitet. Wie viel Rentierfleisch habe ich denn jetzt? 3957 Rentierfleisch? Wie bitte? What? Okay, ist egal, aber JD macht jetzt erstmal Koch. Ich glaube, das ist in Ordnung. Muss ich jetzt dafür missbrauchen, du bist schließlich eine KI. So, was ich als nächstes machen möchte. Ich brauche hier weitere Räume. Ich brauche hier definitiv weitere Räume. Und deswegen werde ich hier das Lager mal aufräumen und wegmachen. Ich muss allerdings schauen, wie ich ein weiteres Lager mir irgendwo baue. Wohin? Weil ich habe hier relativ wenig Platz. Es sei denn, ich würde hier irgendwie nochmal zubauen. Wo ich einen Weg zur Verteidigungslinie bauen kann. Du meinst hier entlang? Vom Eingangsbereich? Achso, hier runter. Ja, das macht natürlich Sinn. Das macht natürlich auf jeden Fall Sinn. Das macht auch Sinn, das Ganze mit... Wollteppich, nein. Mit Wollteppich wäre eine Idee. Das mache ich mit... Kalksteinplatten. Ja, Kalksteinplatten? Kalksteinplatten, ja.
Elita wird von Timberwolf angegriffen. Das gibt's doch nicht! Was ist denn da los? Und keiner in der Nähe, der irgendwie helfen kann. Mann! Was ist mit den Türmen los? Go, 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 go! Du wirst es schaffen! Nein! Timberwolf, geh weg! So. Puh. Elita gerade noch gerettet. Linkes Auge herausgerissen. Mann, ich bin hier ständig nur noch am... Oh, wer flirtet da? Maya und Sir Alleran? Oh. Sir Alleran hat die Romanze abgelehnt. Oh. Was ist da los? Winkt sie rechts. Stimmt, Zyrtex braucht immer noch ein Bein. Echtes Bein. Husline wollte nichts haben. Grauer Star. Ey, wirklich, ihr zwei. Ihr zwei. Eine Mutze, eine Rippe zertrümmert. Bobby schlacht die Kreatur. Ja, das ist alles in Ordnung. Wie wird Sambo schwer? Schlacke einschmelzen. Okay. Da bekommen wir zumindest ein bisschen. Ein Protzen mit Jade. Habe ich noch so? Ich habe nur noch 370 Jade. Also muss ich mal ein bisschen Kalkstein weglegen. So Kalksteinplatten. Und zwar, wenn überhaupt, dann müssen wir das ja generell hier draußen mal ein bisschen bauen. Würde ich sagen. Und deswegen. Baue ich hier mal ein bisschen mehr Wege. Weil ich es kann. So sieht es nämlich aus. So. Ich würde sagen so. Das stört mich hier noch ein bisschen. Komm weg damit. Wir müssen es irgendwie nach oben bauen. Nach oben zimmern. Neu installieren. Hier. So, okay. Bitte, es wartet auf OP. Wird schon irgendeiner mal machen in der nächsten Zeit? Legionisches Auge her. Medical, Elida. Verrücktes Tier, Moment. Ein Waschbär. Ein verrückter Waschbär. Was ist denn das für ein Killerwaschbär? Unglaublich. Unglaublich. So, aber jetzt mal wieder Klartext. Wie kriegen wir denn... Ich glaube, alle Katzen sind mittlerweile homosexuell. Ich habe nur noch homosexuelle Katzen. Keinen einzigen, der noch halbwegs normal ist. Ich weiß immer noch nicht, was mit den Neurotrainern ist. Wie kriege ich das mit den Neurotrainern? Oh, ich muss nur rechte Maustaste draufdrücken. Okay, sehr schön. Okay, gut, okay, alles klar. Okay, pass auf, aber dann werde ich den Neurotrainer auch hier oben lagern. Das erste. Ich hoffe, die finde ich irgendwo. Das sind ja Gegenstände wahrscheinlich. Neurotrainer? Neurotrainer, genau. Und Neurotrainer. Neurekrut? Ah! James! James! Was kann James denn? Hallo, James! James ist, meinetwegen Kampf-Dobby. Aber jetzt ist mal gut. Kampf-Dubi. Kampf-Dubi ist auch schön. So, Kampf-Dobby. Was kann er denn kochen? Das ist doch schon mal schön. Das heißt, er kann nichts mehr machen. Nichts. Kochen, jagen. Bergbau ist egal. Aber er weigert sich, Sachen zu tragen. Das ist ja mal egal. Okay, das ist immer so. So, wen haben wir noch? Wir haben noch Stin. Stin kann auch kochen. Hm. Dann raus mit ihm. Ist mir egal. Weg damit. Vertex. Okay, hat das grünische Bein bekommen. Also ich muss wirklich sagen, das Forschen dauert wirklich extrem. Miyamoto? Ah, okay. Wenn Ben schläft, dann machst du das. Finde ich auch gut. Finde ich auch gut. So, und außerdem brauchen wir hier weiter. Irgendwie sagen, ich würde gerne hier noch Kalksteinplatten, nein, Schieferplatten sind das.
Wir machen jetzt mit Schieferplatten rein. Dann brauchen wir wieder Licht. So. So. So, okay. Was ist die Frage? Jetzt ist immer noch die Frage, was machen wir mit unserem Lager? Unser Lager ist nämlich zu klein. Unser Lager ist zu klein. Unser Lager ist definitiv zu klein. Wie mache ich hier weiter? Meine Idee ist, ich mache hier zu. Mache hier ein zweites Lager. Quatsch. Ich baue das Lager einfach aus und mache es hier zu. Oh, scheiße, die Wand an. Ich mache das jetzt. Ja, mache ich jetzt auch. So sieht es nämlich aus. Wir machen das hier zu. Ich glaube, es leben nicht mehr alle der Anfangsgruppe. Ja, das Problem ist, wenn ich denen natürlich jetzt hier sage, sie sollen jetzt hier anfangen zu graben, komm, nee, dann hör auf. Lass es stehen. Das machen wir irgendwann später. Wir sollen jetzt erstmal das hier machen. Dann bitte. Bitte, bitte, bitte den ganzen Stahlzeug wegtun. Kokosnusshälften. Okay, auch schön. Was machen denn meine Tiere? Sind irgendwelche Tiere dabei, die bitte irgendwo was tragen? Heimat, Heimat, unbegrenzt, unbegrenzt. Was machen die ganze Zeit? Oh, guck mal, der Weg. Der Weg ist das Ziel. Das ist doch schon mal schön. Gute Verwandtschaft. Oh, das haben die auch schon gemacht. Okay, das heißt, ich kann hier noch ein bisschen Dirt platzieren. 570 brauche ich dazu. Habe ich natürlich wieder nicht. Das heißt, meine Bergbaufuzis können gleich wieder anfangen, das Zeug zu graben, das Zeug auszugraben, die Erde auszugraben, damit wir ein bisschen 570 haben. So, die Leistung passt. Wir müssen jetzt wieder 14 haben. 1, 2. Energize Components, sehr schön. Wir erforschen jetzt alles hier, komm, ist egal. Energize Components bedeutet, ich brauche eine Energize Components Bank oder geht das im Bauteiltisch? Ich glaube, das geht hier auch, oder? Dafür brauche ich aber Uran. Uran und Bauteile. Ich würde mal sagen, wie viele Bauteile? Ein Bauteil. Okay, das heißt, wir stellen erstmal 30 Bauteile her. Und wir sorgen dafür, dass wir nie weniger wie 50 Bauteile haben. So. So, 50 Bauteile. Als nächstes. Die kann ich leider noch nicht machen, leider Gottes. Das heißt, wir müssen hier noch bauen. Okay, das passt also. Kann wahrscheinlich in der Zwischenzeit auch schon die Orisans. Orisan Exoskelett herstellen. Ja. Exoskelett Helm. Der kostet wie viel? 10 Bauteile, 50 Blasstahl. Willst du mich verkeksen? Ich habe so schon keinen Stahl. Wir brauchen Stahl. Stahl, 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 Stahl. Wir haben eigentlich genügend Stahl noch, aber überall außerhalb. Und ich will das nicht graben. Ich will das nicht abgraben. Ich will hier irgendwo Stahl haben. Zum Beispiel bei einem Großhändler. Oh. Übrigens müsste heute Wahl sein. Warum ist keine Wahl? Hallo? Enabled Elections. 1,715. Eigentlich müsste Wahl sein. Der kann nicht mehr richtig sprechen. Grandios. Okay, wer hat sonst einen tollen Wert bei sozialen Fähigkeiten? Maya. Hat aber kein bionisches Kiefer. Dann würde ich sagen, einer von euch zwei. Sir Elrond. Du hast 6, Miyamoto hat 5. Dann würde ich sagen, oh. Eigentlich müssten jetzt wieder Wahlen sein. Ein orangen Teppich. Selbstverständlich. Im kompletten Tisch? Im kompletten Zimmer. Ein Wollteppich? Oder einen normalen Teppich?
So, wir müssen jetzt erstmal. Rotfüchse müssen weg. Rotfüchse weg. Muffalo-Kalb. Oh! Die haben ja Nachwuchs bekommen. Das ist doch schon mal schön. Polarwolf, Polarwolf, Labrador Retriever. Muffalo, Muffalo. Kraftstoff. Bauteile. Komm, sag mir, dass die Stahl auch haben. Ja, haben die auch. 600 Stahl. Go. 600 Stahl. 600 Stahl. Und dann gleich den ganzen anderen Mist hier verkaufen. Damit es hier ein bisschen leerer wird in meinem Lager. Mein Gott, so viel Zeugs. Und bitte sag mir, dass du jetzt irgendwann Speedskin-Suit oder sowas hast. Bitte darum. Nein, nichts. Nichts dergleichen. Nichts dergleichen, nichts dergleichen. Das ist leider nicht so toll. Flauschigen orangenen Ding im ganzen Zimmer, okay. Nicht spoilern, Kampfkeks, nicht spoilern. Okay, langsam ist hier zumindest das fertig. Election, wusste ich's doch. Das ist auf die Biber. Wir haben Wahl! Wir haben. Was seid ihr eigentlich? Weaponsmith. Oh, Moment. Moment, 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 Eldoran. Ich schau mal, ob nicht hier unser Munchkin. Okay, die ganzen anderen Waffen kann ich auch wieder verkaufen, die ganzen schlechten Waffen. Schrotflinte behalte ich mal. Orion Rocket. Ich hab noch einen Orion Rocket Launcher. Cool. Okay, meinetwegen. Minigun. Präzisionsgewehr. Brauche ich nur eins behalten? Ja. Ich habe jede Menge Präzisionsgewehre. Okay, ich glaube, es ist fast ein Orion Rocket Launcher. Behalte ich. Den behalte ich. Aber für einen Waffenhändler haben die... Oh, guck mal, diesen Waffenhändler haben nichts dabei. Wollt ihr mich verarschen? Das kann doch nicht wahr sein. Den kann ich nichts verkaufen. Die haben kein Geld. Oh, Mann. So, übrigens ist hier jetzt endlich mal sauber in der Kolonie. Und damit wir jetzt wenigstens ein bisschen was kriegen. So, Buseline. Buseline, da hast du was angefangen mit deinem Teppich. Ein orangener Wollteppich. Oder ein orange karierter Teppich. Einen flauschigen, orangenen Wollteppich bekommst du. So, im ganzen Zimmer. Außerdem kriegst du noch eine Badezimmertür aus Holz. Vorerst wohlgemerkt. Und noch einen weißkarierten Teppich dahin. So. Okay, sehr schön. Ich hoffe, dass dann bald mal erledigt wird. Ich muss leider Wollteppich nehmen, weil Stoff habe ich tatsächlich irgendwie nicht so viel. Mit Kartoffeln. Wer hat denn gesagt, dass ich Kartoffeln anbauen will? Das ist eine Lüge. Was wollte ich denn hier anbauen? Was war denn das? Noch mehr Baumwolle? Ich glaube, ich mache mal Baumwolle erstmal hier hin. Wenn das fertig ist. Election is finished. New leader. Sir Eleron. Sir Eleron was elected to leader. Und die mobile Intelligenz Ben. Sir Eleron und Ben sind jetzt unsere Leader. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Schau mal. Beide leider nur Level 1. Ja, eigentlich können wir nichts haben. Beide leider nur Level 1, aber das ist egal. Das ist so schon okay. Das ist super. Das ist super. Und außerdem halt wieder 712. Wie lang das halt auch dauert, oder? Mit den Bauteilen. Mit 30 in der Giga. Die muss die einzeln herstellen. Oh Gott, ich mach mal lieber plus 20. Grundgütiger. So, nackt. Dobby ist nackt. Warum? Er braucht mal wieder eine Hose. Dobby ist komplett nackt. Oh. Dann brauchen wir hier wieder mehr Böden. Kalkstein. Oh. Und Schieferplatten.
Warum die Schieferplatte sind, sieht das schräg irgendwie aus, wenn das tatsächlich ein bisschen schräg aus. Was habe ich hier? Kalkstein, Schiefer. So, das sieht ein bisschen schräg aus, wenn das hier so ein bisschen weiß ist, aber das lassen wir jetzt erstmal. Zumindest ist das ein Wollteppich. Wollteppich. Passt es nicht. So, hier ist gar niemand mehr drin. Doch, Ben ist noch in der Ladestation. Du bekommst dann auch ein eigenes Zimmer. Ich hab's noch im Kopf. Wir haben mittlerweile schon den 5. Ambrosia-Heim irgendwo. Ein, nicht Heim. Ein. Okay, schön. Forschung geht voran. Was mache ich hier noch rein? Arcade Construction Table zum Beispiel. Jo, das ist eine gute Idee. Und außerdem brauche ich eine Lüftung. Hier bräuchte ich auch eine Lüftung. Oder auch nicht. Rippenimplantate. Okay, als nächstes noch Synthetic Skin. Dann haben wir es aber. Dann ist der komplette Tech-Tree durch. Du nimmst ein komplettes Blastahlzimmer und übertreib mal nicht. Oh, okay, du kannst ein Blastahlzimmer haben. Aber ich möchte ein bisschen warten, denn wir haben irgendwie langsam aber sicher. Ich muss mal schauen, dass hier das ganze Zeug nicht ausgeht, weißt du? Dann später für Glittertech. Ich mache jetzt dann nämlich auch gleich weiter mit Glittertech. Sobald ich da ein bisschen vorankomme. Ich brauche jetzt das erste der Card Construction Table unbedingt. Richtig, damit wir jetzt ein bisschen was hinkriegen. Tiefe, Gewebedrucker, okay, Nano KI Werkstatt, ist alles okay. Was kann ich denn jetzt hier alles machen? Hirnstimulator, habe ich den eigentlich gebaut vorher? KI-Chip? Nee, habe ich nicht, weil ich da 5 energiegeladene Bauteile brauche. Erneuert Gehirn. Was ist mit dem Gehirnsimulator? Einfacher Gehirnsimulator. Okay, dann lassen wir den mal. Ansonsten kann man jede Menge synthetisches Zeug machen. Ich bin gespannt, Synthetic Skin. Ja, da bin ich echt gespannt, was noch wird. Oh, ganz wichtiges Thema übrigens. Ich muss irgendjemand mal sagen, dass er jetzt das Stahlzeug sich mal holt, weil der Stahl muss weg und dann müssen wir hier zubauen. Wir müssen hier zubauen und zwar ganz dringend, denn das ist tatsächlich eine Schwachstelle. Hier kann ich angegriffen werden und das ist nicht so prickelnd. Ich werde hier definitiv Vollgas zubauen. 3 Trumbos. Schön. Schön. Trumbo, ja, Hack. Na? Come on! Beinahe noch draufgegangen. Ich habe Glück, dass es so langsam angreift. Oh oh, oh oh, oh oh. Flucht vor dem Alpha Trumbo! Flucht vor dem Alpha Trumbo, der Alpha Trumbo greift Ben an! Oh oh, ne rein! Oh, GT ist angegriffen worden! Oh, okay. So. Meine Güte, die Trumbos. 1000 Trumbo-Hörner wahrscheinlich mittlerweile schon. So. Ne, ich habe es nicht versprochen. Ich habe gesagt, ich zähm kein Trumbo. Ich habe gesagt, ich zähm kein Trumbo. Das sehe ich nicht ein, habe ich gesagt. Bin mir ziemlich sicher. Angaben ohne Gewehr. So. Das nächste Mal. Es kommen ja wieder welche. Ich war schon so in Rage, weil die da waren. So. Was für übertriebene Bauprojekte hier. Alles voll mit Lager machen. Baumwollteppich. Ja, du kannst gerne einen Baumwollteppich haben. Wo ist denn... Du hast ja noch gar kein Zimmer. Was ist mein Zimmer? Wo ich den Baumwollteppich irgendwo machen kann. So, pass mal auf. Deswegen muss ich das jetzt erstmal organisieren.
der Ziotix heißt mal ab in der Zwischenzeit und dann brauchst du hier eine eigene Ladestation.